Ganze noch ein bisschen bewegen. Dass es sich dann gut vermischt, damit sich das Lab nachher schön in der Milch vermischt und nachher die Milch überall gleichzeitig durchschneiden kann. Dann tut man es sehr ruhig stellen, dass das Lab arbeiten kann. Und das ist jetzt die Zeit, das dauert jetzt 40, 45 Minuten. Und das ist die Zeit, wo der Kasa Zeit hat zum Frühstück. Also seit dem Einladen haben wir jetzt 30, 40, 42 Minuten. So, mal schauen, ob die Milch dick ist. Schneiden wir mal vorsichtig ein, die Linse. Ja, man sieht jetzt schön. Ist richtig scharfkantig. Wie ein Pudding im Prinzip. Der richtige Zeitpunkt, um zu schneiden.